Ja, und um dieses ganze Sättigungsverhalten und Sperrschichtvergrößerung und Schwellenspannung und so ein Kram mal zu sehen, habe ich mal Folgendes gemacht. Ich zeige euch den Schaltplan, weil ihr könnt dann hier auch das Video dazu sehen. Da sieht man zwar schön, wie alles leuchtet, das ist, und man versteht wahrscheinlich auch viel mehr als hier erstmal, aber man sieht den Schaltplan nicht. Deswegen habe ich euch den aufgemalt. An sich ganz einfach, ich habe hier einen Spannungsteiler, wer es nicht weiß, nochmal hier auf die Links gucken. Wer hier auf die Links guckt, der verpasst nichts, da bleibt dieses Video stehen, ihr könnt euch in aller Ruhe weiterbilden. So, dieser Spannungsteiler ist dafür da, dass ich hier, und zwar als Potentiometer ausgebildet, dass ich hier variabel eine Spannung einstellen kann, die ich der Basis zuführe, aber über einen Schutzwiderstand von 1,8 Kilo-Ohm. Ich sage einfach mal RB, Resistance, Widerstand für die Basis, Basiswiderstand. Dann habe ich gemessen die Spannung, die hier nach diesem Widerstand anliegt und wie viel Strom durch den Transistor fließt. Ich habe ganz bewusst mal einen Germanium-Transistor, und zwar einen PNP-Transistor genommen, weil der hat nur eine Schwellenspannung von 0,3 Volt. Da lässt sich vieles einfach auch ganz nett zeigen. Ich hatte eine Betriebsspannung von 6 Volt, habe hier eine Glühlampe, damit man was sieht, wieder mal. Wenn ich euch nur mit Messwerten voll schießen würde, naja. Wozu brauchen wir den? Und zwar diesen Widerstand hier noch extra. Wenn ich hier irgendwas vorführe und nicht genau hingucke und ich stelle, deswegen habe ich das mal rot gemacht, und ich stelle das Potentiometer hier oben voll auf die Betriebsspannung, dann würde mir der Transistor kaputt gehen. Ne? Also wenn ich hier oben einstelle, ohne dass ich bemerke, einen zu hohen Basisstrom fließen lasse, dann geht mir so ein armes Transistörchen kaputt. Ich habe mal ins Datenblatt geguckt, das ist ein ganz altes Ding aus der Bastelkiste gewesen, der verträgt hier einen Kollektor-Emitterstrom von rund 0,25 Ampere. Der hat sogar einen Kühlkörper, könnt ihr dann im Video sehen. Und einen maximalen Basisstrom von 50 Milliampere. Puh, naja, hat er wahrscheinlich nur eine Stromverstärkung von 5, ne? Wenn man sich das so anguckt. Gab es damals, war damals nötig, wurde damals für kleine Endstufen eingesetzt. Lassen wir mal. Ich habe mir gesagt, bevor mir das kleine alte Ding kaputt geht, das ist bestimmt schon 50, 60 Jahre alt, ich nehme mal lieber maximal 3 mA. Lässt sich auch was zeigen, gar kein Problem. Und da ich mit der Lampe, die nur 0,05 Ampere, also 50 Milliampere, was dann den Kollektorstrom ausmacht, die ganze Sache belastet, dachte ich, kannst du machen, kannst du riskieren. Ja, jetzt musste ich aber überlegen, was ist, wenn ich blöderweise den Schleifer falsch stelle? Auf Masse ist nicht schlimm, ne? Dann kriegt er keine Spannung, ist kein Thema. Aber wenn ich hier oben hinstelle, dann kriegt er einen vollen Basisstrom, wollte ich vermeiden, wie schon gesagt. Und ja, jetzt ist es ein ohmsches Gesetz. Jetzt sage ich, ich möchte 3 mA haben und ich habe eine Betriebsspannung von 6 Volt, die hier oben anliegt. Ne, hier oben. Also sage ich, okay, ich nehme die maximale Betriebsspannung, setze 6 Volt ein und den Strom, den ich mir maximal vornehme, hier in diesem Fall 3 mA, den setze ich unten ein, rechne aus, 2 Kilo Ohm. Ich habe 1,8 Kilo Ohm Widerstand gefunden, ist auch nicht so schlimm. Er verträgt ja viel mehr. Gut. Also schaut nochmal euch den Versuch an, was ich hiermit gemacht habe. Und jetzt mal, ich habe auch die Kennlinie mal aufgenommen. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Quatsch mal aufzuschreiben. Was ist dabei passiert? Also wenn ihr jetzt hier geguckt habt, hier oben, den Link angeschaut habt, dann habe ich die ganzen Werte mal zusammengetragen und in ein Diagramm gemalt. Ich langweile euch jetzt mal nicht. Aber Folgendes war interessant. Ich kam, wenn ich die Basisspannung langsam hochgeregelt habe, auf einen Basisstrom, der stieg eine ganze Weile und stieg und der stieg und stieg und stieg, aber ich kam mit meinem Spannungsteiler und meinem Schutzwiderstand nicht so weit. Aber das ist ja seltsam. Folgt überhaupt keiner gerade, kein ohmsches Gesetz, nanu. Ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr Datenblätter von oder Kennlinien, Diagramme mit vier Quadranten und so weiter anguckt, kennt ihr wahrscheinlich diesen Verlauf. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich habe auch den Kollektorstrom mal als Helligkeit in Abhängigkeit vom Kollektorstrom gezeigt. Und es gab sich ein gewisser Bereich, und zwar hier so von 0, knapp 2 noch was Volt bis 0,3 Volt ungefähr. Da konnte man die Helligkeit der Lampe tatsächlich regeln und ab da ging sie ganz schnell auf den Maximalwert und blieb auch da. Puh. Tja. Jetzt wird es nochmal spannend. Was ist hier passiert? Ich habe also nur einen ganz gewissen Regelbereich, wenn ich mir das mal so erlauben darf. Also der geht von hier bis hier. Na, hier irgendwo ist die Basisspannung zu gering
unter 0,3 Volt, aber der ist ganz knapp. Ach, den habe ich eigentlich viel zu weit gemalt. Der geht eigentlich bloß von hier bis hier. So, das bedeutet das. Und dann bleibt die Basisspannung komischerweise eine ganze Weile und der Strom steigt tatsächlich an. Also nochmal hier, Basisspannung habe ich bloß bis zum bestimmten Wert gekriegt und ab einem bestimmten Wert, der in der Nähe der Schwellspannung liegt, ging es los. Dann stieg der Strom rapide an. Und hier könnte man schon fast einen geradlinigen Verlauf nehmen. Aber hier war der interessante Bereich. Und an der Helligkeit der Lampe hat man es gesehen. Komischerweise, ich konnte machen, was ich wollte. Es wurde nicht mehr als 0,5 Volt. Ich hatte ja den Schutzwiderstand. Aber dann, Moment mal, ich hatte davor 6 Volt, 0,5 Volt. Da muss doch irgendwas hier, der Stromfluss zwischen, oh, habe ich schon drauf getippt, der Stromfluss zwischen Basis und Emitter, so ein Transistor hat auch einen gewissen Widerstand. Das wäre mal interessant auszurechnen, wie groß ist der. Und siehe da, der ist ja gar nicht so groß. Ich habe nochmal hier das Schaltbild hingemalt. Ich habe hier 0,5 Volt gemessen. Hier vorne, wenn ich den Schleifer oben hatte, hatte ich sogar 6 Volt. Mehr als 0,5 Volt war nicht drin. Was ist hier passiert? Ich nehme diese Basis-Emitterstrecke mal und mache mal einen Widerstand draus. Dann sieht das bekannter aus. Oder noch besser hier. Ich habe sie mal so als Spannungsteiler so klassisch übereinander gelegt. Und dann kann ich doch sagen, wenn ich hier 0,5 Volt habe, ich aber insgesamt 6 Volt habe, dann bleiben hier 5,5 Volt für den 1,8K Widerstand. Wenn ihr mal seht, 1,8K, dann ist beim Widerstand damit Kilo-Ohm gemeint. Dann schreibt man kein Ohm. Bei der Berechnung dann schon. Ja, und dann jetzt kann ich ganz einfach beim Spannungsteiler sagen, okay, ich setze mal die Werte ins Verhältnis, rechne den ganzen Kram aus und siehe da, der Basis-Emitter-Widerstand sind nur 163 Ohm, also ein Elftel. Ein Elftel von dem Vorwiderstand. Das ist also ziemlich wenig. Hier kann also, wenn ich so einen Widerstand nicht hätte, ein ziemlich hoher Strom bei 6 Volt fließen. Könnt ihr euch ausrechnen, stellt R und I und U einfach um. Ach so, kann ich ja mal einen Link machen. Gut, das bis dazu erstmal. Ich hoffe, es hat euch soweit ein kleines bisschen die ganze Sache noch verständlicher gemacht und verbleibe mit besten Wünschen fürs Wochenende. Tschüss!